Die Zeiten, in denen nachhaltige Wirtschaft aus einer Topfpflanze im Großraumbüro oder ein bisschen Moos auf dem Betriebsdach bestanden, die sind lange vorbei. Dennoch hat nachhaltige Finanzierung lange ein Nischendasein geführt, Sustainable Finance. Das hat sich geändert, und zwar ausgerechnet in Zeiten der Pandemie und der Rezession. Es sieht so aus, als sei die Nachhaltigkeit gekommen und wolle bleiben. Aber wie soll Umwelt- und Klimaschutz künftig finanziert werden und welchen Anteil kann und muss der Finanzsektor daran haben? Darüber diskutieren hier beim Bankentag Carola Gräfin von Schmetto, Vorstandssprecherin von HSBC, der Fraktionschef der Bündnis 90 und Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, und der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Herr Dr. Siegfried Gußwurm. Herzlich willkommen, danke, dass Sie sich Zeit nehmen heute. Herr Hofreiter, ich fange mal bei Ihnen an, aus aktuellen tagespolitischen Gründen. Was kann die Union von den Grünen lernen bei der Kür eines Spitzenkandidaten? Ich glaube, dass die Union das einfach für sich selbst entscheiden muss. Aber erstmal sozusagen soll ich das gesamte Publikum und Sie alle von Annalena grüßen, die ja normalerweise hier jetzt sitzen würde, aber leider heute keine Zeit hat. Aber ich soll Sie ausdrücklich grüßen. Und ich glaube, viel wichtiger ist, dass die Union, die ja die stärkste Regierungsfraktion im Moment stellt, sich endlich wieder ums Regieren kümmert. Nämlich wir stecken in einer ganz schwierigen Pandemie und da müssen halt einfach schnell Probleme gelöst werden. Wir unterstellen hier auch ausdrücklich nicht, dass Frau Baerbock oder Herr Habeck heute hier nicht erschienen sind, um Detailfragen zu Basel III, IV etc. auszuweichen, sondern ich könnte mir vorstellen, dass Sie extra als Botschafter gesandt wurden, um auch den Baufinanzierern, die heute bestimmt an den Bildschirmen folgen, einmal die Vorteile eines Eigenheims und die Nachteile eines Mietendeckels zu erklären. Ich glaube, bei der Baupolitik kommt es halt entscheidend darauf an, dass das halt wirklich nachhaltig ist. Nämlich bei der Baupolitik, darf man ja nicht vergessen, geht es ja um Investitionen, die über Jahrzehnte dann stehen sollen. Und gerade bei so langfristigen Investitionen muss man halt die langfristige Perspektive berücksichtigen. Und wir wollen spätestens im Jahr 2050 klimaneutral sein und im Grunde als so ein reiches Industrieland müssen wir das deutlich werden und deshalb kommt es darauf an, dass man jetzt richtig investiert, denn sonst schafft man bloß stranded Investments und davon ist niemand glücklich. Wir haben bereits jetzt schon im Bereich der fossilen Energien eine gigantische Carbon Bubble, wie man das nennt. Das heißt, es ist bereits viel zu viel investiert worden in fossile Energien, wo massiv Werte abgeschrieben werden müssen, wenn wir nicht unsere Lebensgrundlagen zerstören wollen. Und ich glaube, niemand will die Lebensgrundlagen zerstören. Und deshalb kommt es ganz entscheidend darauf an, dass man da Fehlinvestitionen verhindert. Nämlich das macht am Ende niemand glücklich. Gut, dann sparen wir uns das Thema Mietendeckel einfach für den Wahlkampf auf. Es soll ja auch um Nachhaltigkeit gehen, Frau von Schmetto. Der Titel dieses Panels lautet Aufbruch in eine nachhaltige Wirtschaft. Und ich weiß nicht, ob Sie es noch erinnern, McDonald's hatte vor einigen Jahren mal so eine Offensive vegetarisch Burger anzupreisen und das scheiterte an der mangelnden Nachfrage damals. Und dann hieß es auch kurze Zeit später, naja, Pommes sind ja auch irgendwie vegetarisch. Wie sieht es bei nachhaltigen Investitionen aus? Wie nachhaltig ist dieser Trend zur Nachhaltigkeit? Also wir sehen ja, dass der Trend zur Nachhaltigkeit wirklich getrieben wird von den Anlegern. Ja, die großen Asset Manager auch international definieren das Klimarisiko schon seit Jahren als das Nummer eins Risiko beim Investment. Und daran sehen Sie, das Thema Nachhaltigkeit ist nicht als Orchideenfach noch, sondern es ist wirklich im Zentrum angekommen. Ja, da, wo Anleger ihr Geld investieren, da, wo Banken finanzieren, nämlich beim Risikomanagement. Und der Trend, diese Nachfrage nach nachhaltigen Investments, Sie sehen, es ist wirklich ein extremes Wachstum. Wenn Sie allein mal jetzt die ESG-Bonds nehmen, also die grünen Bonds, in diesem Jahr schon wieder dreimal mehr als im Vorjahr. Es ist jetzt schon im ersten Quartal so viel passiert global wie im ganzen Jahr 2019. Trotzdem ist das noch ein einstelliger Prozentsatz und damit verschwindend gering. Wir sehen aber, und Sie sprachen es an und Frau von der Leyen sprach es an, wir brauchen das private Kapital, wir brauchen den Kapitalmarkt zur Finanzierung, sonst schaffen wir die Transition nicht. Mhm. Herr Gußwurm, weltweit wird schon jeder zehnte Dollar nachhaltig angelegt. Wurde gerade angesprochen, in Europa hat sich das Volumen der ESG-Kredite
Also sagen es nochmal, die Umweltkriterien, die Sozialstandards und die Standards zur guten Unternehmensführung, die diese Kredite unterstützen, in 2 Jahren nahezu vervierfacht. Wie gut ist die deutsche Wirtschaft Ihrer Ansicht nach auch auf diese Herausforderungen, die einerseits nicht wirklich neu sind, die aber tatsächlich mit großer Wucht auf uns zukommen? Wie gut ist die deutsche Wirtschaft darauf eingestellt? Zum Ersten ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass es ein gemeinsames Verständnis gibt, wir müssen diese Ziele erreichen. Das geht jetzt nicht um die Nachkommastelle und auch nicht um ein Jahr früher oder später, aber wir haben keine zweite Erde als Backup. Also an einem nachhaltigen Wirtschaften geht kein Weg vorbei. Und das wird funktionieren nicht gegen die Wirtschaft, nicht neben der produzierenden Wirtschaft und der Industrie, sondern nur mit der Industrie. Insofern streiten wir um den richtigen Weg, die richtigen Details dazu. Übers Ziel sind wir uns vollständig einig. Und dieser Weg wird ein unheimlich ambitionierter und anstrengender. Das glaubt auch jeder und versteht auch jeder, wie wir den Weg am besten gestalten können. Darüber müssen wir uns schleunigst verständigen, weil Ziele allein anzuheben nicht wirklich hilft. Ich vergleiche das immer mit einem Sporttrainer, der nur die Latte höher hängt. Wenn der seinem Trainee nicht irgendwann mal beibringt, wie man über die höhere Latte auch drüber springen kann, dann hilft das Anheben der Latte alleine nichts. Also wir müssen uns über die Technik, über die Art und Weise, wie wir diese Ziele erreichen, da müssen wir uns unterhalten. Ich sehe Herrn Hofreiter hier nicken, aber so völlig können Sie ja noch nicht übereinstimmen. Also bei den Zielen ja, aber bei dem Weg dahin, wo sind da die größten Hürden Ihrer Ansicht nach? Das ist ganz unterschiedlich von Branche zu Branche. Also generell braucht man einen vernünftigen CO2-Preis. Das halte ich für wirklich von großer Bedeutung. Des Weiteren müssen wir dafür sorgen, dass die bereits jetzt am nachhaltigsten hergestellte Energie, nämlich den Strom, wo wir bereits einen Anteil von über 40% Erneuerbaren haben, müssen wir entsprechend entlasten. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Spezialbereichen. Ich habe im Sommer eine große Industrietour gemacht und habe da die Fälle besucht, die früher immer als schwierig galten, wie zum Beispiel ThyssenKrupp, also ThyssenKrupp Steel in Duisburg, die Salzgitter AG, da auch die Stahlherstellung, Airbus, VW, einen großen Chemie, Evonik. Und da wird halt deutlich, dass du halt one size fits all funktioniert halt nicht immer. Also gerade die Stahlherstellung hat zum Beispiel gigantisches Potenzial, nämlich bis jetzt galt immer Stahl kann nicht CO2-frei werden, weil nämlich sie müssten ja das Eisenerz reduzieren und das machen sie mit dem Reduktionsmittel Kohlenstoff und dabei wird dann sozusagen chemisch bedingt CO2-frei, aber es ist den Wissenschaftlern in den Unternehmen gelungen, eine Technik zu entwickeln, den Kohlenstoff durch Wasserstoff zu ersetzen, aber da brauchen die gigantische Investitionen, nämlich der Vorteil ist, dass wenn sie dann einen neuen Wasserstoffhochofen haben, sparen sie de facto 99% des CO2s ein. Aber das muss gestemmt werden. Und dazu brauchen sie natürlich auch Hilfe von der öffentlichen Hand. Und da, es waren ganz spannende Gespräche, sowohl mit ThyssenKrupp Steel als auch mit Professor Fuhrmann, dem Vorstandsvorsitzenden von der Salzgitter AG. War Thyssen, also die Stahlmagnaten, waren die überrascht, dass sie Besuch von den Grünen bekommen haben? Nein, wir sind ja schon länger mit denen im Gespräch. Aber es war vielleicht überraschend, auch wie eindeutig sich Teile von denen inzwischen öffentlich geäußert haben. Also die Salzgitter AG, so, wir brauchen nicht immer ewig nur ein Stahlkonzept, sondern wir brauchen jetzt endlich Handlungen, nämlich wir wollen die Investitionen tätigen. Also was da ganz wichtig ist, dass die Investitionssicherheit bekommen. Nichts ist schlechter, als wenn du keine Investitionssicherheit hast für die Maßnahmen, wenn dann am Ende das Geschäftsmodell nicht funktioniert. Deshalb muss man da Investitionssicherheit dazu kommen wir gleich herstellen. Noch. Ihr Parteifreund Jürgen Trittin schrieb vor kurzem in einem Gastbeitrag, dass das Ende des fossilen Zeitalters Sieger und Verlierer hervorbringen wird und dass Klimapolitik auch Geopolitik sei. Frau von Schmetto, glauben Sie, dass Deutschland zu den Siegern zählen wird? Also ich glaube, dass Europa mittlerweile wirklich eine Vorreiterrolle einnimmt und das ist auch gut so. Wir werden in Deutschland, ja, wir haben eine große Industriebasis. Ich glaube, das Wichtigste, was für uns Banken im Vordergrund stehen muss, ist, dass wir diese Transition dieser Unternehmen begleiten müssen und finanzieren müssen. Denn einfach nur zu sagen, das ist jetzt irgendwie schmutzig und wir machen das nicht mehr, würde heißen eigentlich, dass wir die Verantwortung
wegdrücken, wegdelegieren, aber die Klimakrise nicht lösen. Wie sieht es denn bei Ihnen konkret aus? Also Ihre Bank hat ja als eine der wenigen sich selber schon das Ziel Net Zero Emission gesetzt bis 2050 oder früher. Das ist richtig. Ja, also Net Zero 2050 heißt, dass tatsächlich nicht nur die Bank als Unternehmen klimaneutral ist, das ist relativ einfach. Das Problem ist, also wir wollen jedes Asset, was wir auf der Bilanz haben, also jede Finanzierung, die wir unterstützen, dass die in ihrem Lifecycle wirklich Net Zero ist. Und das ist ein sehr... Inklusive Lieferketten und alles, was dran ist. Mit den Lieferketten, mit den Kunden. Also es nützt nicht, sozusagen ein Auto zu produzieren, was mit Strom fährt, wenn der Kunde hinterher mit nicht grünem Strom fahren würde, zum Beispiel. Herr Hauswurm, es ist weiter große Eintracht. Was erwarten Sie von einer möglichen grünen Regierungsbeteiligung? Also es gibt wirklich eine große Eintracht. Ich habe jetzt ein bisschen geschmunzelt, weil ich hätte zum Thema Strompreis genau die gleiche Antwort gegeben. Wenn wir mehr elektrifizieren wollen, dann muss Strom auch preisgünstiger werden. Was wir halt gemeinsam tun müssen, ist wirklich uns ehrlich machen. Denn für die einzelnen Unternehmen geht die Rechnung immer auf. Das Gute ist ja, als Ingenieur darf ich das ein bisschen stolz sagen, technisch wissen wir, wie es geht. Also egal, ob Sie bei Salzgitter fragen oder bei ThyssenKrupp oder bei den Chemieunternehmen, die wissen heute, wie sie investieren müssen. Allein die Investitionshürde ist eine, dafür braucht es Business Cases, weil die Investitionen Jahrzehnte stehen. Auch da sind wir beide uns völlig einig. Die Frage ist aber, sind die anderen Elemente, die es auch dazu braucht, schon genauso klar? Wie gehen wir damit um, dass grüner Stahl, ich bleibe mal bei dem Beispiel, heute um einige hundert Euro teurer ist pro Tonne? Wie schaffen wir einen globalen Wettbewerb, der nicht zu Carbon Leakage führt, weil damit auch niemandem und am allerwenigsten dem Klima gedient ist? Wir müssen uns aber auch ehrlich machen darüber, welche Mengen an idealerweise grüner Energie wir brauchen. Ich muss da ein bisschen aufpassen, wie groß ist der Elektrizitätsmarkt. Und davon haben wir 40, vielleicht besser 50% Renewables heute. Aber wie groß ist auch unser Gesamtenergiebedarf? Weil wenn ich beim Stahl bleibe, ich vergleiche halt nicht mit einem Elektroanschluss von früher, sondern mit Schiffen, die den Rhein raufschwimmen nach Duisburg, voll mit Kohle. Und diese Fragestellungen, was geht denn in welchen Zeiträumen, zu welchen Konditionen und wie sieht der ganze Business Case aus? Nicht nur der Investitionsteil, sondern auch der Revenue-Teil, der OPEX-Teil dabei. Darüber müssen wir noch reden, müssen auch Prioritäten setzen. Also die Diskussion, gibt es eine Merit Order, dass wir erst das eine oder das andere machen? Was machen wir mit der ersten Tonne Wasserstoff oder der tausendsten Tonne Wasserstoff? In welche der unterschiedlichen Anwendungen die gehen kann? Da gibt es dann schon noch erheblichen Diskussionsbedarf. Aber das ist auch keiner der zu einem Klassenkampf führt. Das muss man halt bereden und dann Entscheidungen dazu treffen. Die sollten tunlichst so sein, dass wir mit unseren Finanziers, mit den Banken darüber auch langfristig reden können. Ja, da kann ich sehr gut anschließen, nämlich das teile ich absolut. Nämlich wir haben insgesamt beim Energiebedarf erst einen Anteil von 15% Erneuerbare. Genau. Und das zeigt einfach, wie gigantisch der Ausbaubedarf ist. Das muss man sich klar machen. Und das mit Carbon Leakage, das sehen wir auch. Da gibt es unterschiedliche Wege. Da gibt es ein ganz spannendes Gutachten auch von Agora Energiewende. Also zum Beispiel eine Möglichkeit des Contracts for Differences. Aber da sind wir sozusagen über den Weg sehr offen. Entscheidend ist halt das Ziel, nämlich was der große Unterschied ist bei der Klimapolitik. Sie haben es ja bereits schon angedeutet zur klassischen Umweltpolitik. Es ist bei einer Kläranlage ist dann der Fluss vor Ort sauber, aber fürs CO2-Molekül ist es vollkommen egal, ob es bei der Stahlproduktion in China, Indien, Europa oder den USA frei wird. Und deshalb ist gar nichts gewonnen in klimapolitischer Hinsicht, wenn das Stahlwerk hier dicht macht und dann in China unter Umständen zu deutlich schlechteren Bedingungen produziert. Und deswegen müssen wir zeigen, wie kann es gelingen, die Industrie hier zu behalten, sie ganz stark zu behalten, im Idealfall sogar auszubauen und gleichzeitig CO2-frei zu werden. Und da gibt es hohe Hürden zu überwinden. Man sieht das Ziel, aber man muss sich genau überlegen, wie man die Hürden tunnelt, ohne dass man dabei welche verliert. Das ist ganz entscheidend. Das Wort Ziel fällt hier sehr oft und Deutschland hat sich ja auch diese Ziele schon gesetzt, der EU-Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtet, Treibhausgasneutralität bis 2050. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ohne Corona hätten wir das ja im letzten Jahr bereits verfehlt. Also wie realistisch sind eigentlich die Ziele? Wir müssen noch massiv nachlegen. Ich glaube, auch da sind wir uns einig.
Aber dazu sind jetzt ein paar richtig große Fragen zu stellen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, am Beispiel Stahl, sorry, ich bin da Insider. Ne? Ich bin da öfter. Muss ich mich nicht für entschuldigen. Ja. Nicht zumindest in diesem also der Teil, der zum Beispiel über Contracts for Difference abzudecken wäre, der ist über, nehme ich mal, eine 15-Jahres-Periode, halber Weg bis 2050, deutlich größer als die Investitionen in CapEx. Das heißt, wir müssen alles tun, um diese Differenz kleiner zu machen, zum Beispiel dadurch, dass wir international noch viel mehr Länder finden, die mit uns diesen Weg gehen. Weil jedes Land, das den gleichen Weg geht und akzeptiert zum Beispiel den gleichen CO2-Preis, da muss ich nichts mehr über Contracts for Difference ausgleichen, weil wir auf einem Level Playing Field sind. Das heißt, das Petitum heißt ganz klar, auch an unsere deutsche Politik, sucht mehr Koalitionäre, auch außerhalb Europas, und lasst uns mit denen darüber reden, wie wir die Welt dekarbonisieren. Mhm. Ja. Um das auf einer vom Stahl einmal weg vielleicht etwas allgemeinverbindlichere Ebene zu heben. Was sind aus Ihrer Sicht, aus Sicht einer Bank, die auch Investitionsentscheidungen mittrifft, beziehungsweise die Kredite dafür gibt, die prägenden Elemente für erfolgreiche, nachhaltige und innovative Geschäftsmodelle, die wettbewerbsfähig sind? Gut, ich meine, das ist schon, das hat Herr Hofreiter vorhin schon gesagt, one size fits all gibt es nicht bei all diesen, Sektoren. Wir müssen da sehr spezifisch vorgehen. Wir müssen uns anschauen, wer hat die größten Transitionsrisiken, wer hat zum Beispiel Produktionsanlagen, die man bald nicht mehr benutzen kann, die dann abzuschreiben sind. Also das sind diese Risikofaktoren, die wir haben. Dann gibt es aber auch noch Parameter, die eingehen, wie zum Beispiel, wir sprechen hier über den CO2-Preis, ja, und dass wir möglichst harmonisierte Regelungen brauchen, zumindest im Groben, nicht nur Deutschland, mindestens Europa, am besten global, die dann tatsächlich eine klare Regelung setzen können und sodass wir Entscheidungen treffen können, was zu finanzieren ist und welches Businessmodell dann eben noch nachhaltig sein kann. Aber wichtig ist, wir sollen nicht nur, darauf möchte ich noch mal betonen, nicht nur wirklich grüne Projekte als solches, die richtig grün sind, die von Anfang an kein CO2 produzieren, finanzieren, sondern wir müssen die Transition finanzieren. Und wir müssen das nicht nur für die großen Unternehmen haben, bei denen wir vielleicht alle möglichen Programme haben und Ähnliches, sondern wir müssen es auch für die kleineren und mittleren Unternehmen haben, die ganz andere Schwierigkeiten haben, Daten zum Beispiel bereitzustellen. Und da glaube ich, ist es sehr, darf ich noch ein, kurz, der CO2-Preis wäre dann ein marktwirtschaftliches Instrument, das so eine klare Guidance geben könnte. Ansonsten fängt man an, fein zu ziselieren und das eröffnet immer wieder, ich sag mal, Fehlanreize. Insbesondere über die langen Laufzeiten. Also wenn wir jetzt anfangen, über Details in der Wirtschaftlichkeitsrechnung zu reden, aber gleichzeitig Investitionen, die eine Laufzeit von 30 Jahren plus haben, das führt in die Irre. Apropos Irreführen, und das Stichwort Daten ist schon genannt worden. Die Banken bemängeln, dass es teilweise oder sogar weitenteils verlässliche Daten aus der Realwirtschaft, dass da Daten fehlen, um einerseits die Wirksamkeit der Kredite auf die CO2-Reduktion richtig einschätzen zu können, aber auch um die Kreditrisiken als solche gut beurteilen zu können. Also da wird häufig auf Schätzungen zurückgegriffen und nur wenige Unternehmen dokumentieren wirklich die nachhaltigen Kriterien und Daten sehr deutlich. Wenn Sie jetzt, Herr Hausform, das Wort oder die Worte neue Dokumentationspflichten für die deutsche Wirtschaft hören, schwillt Ihnen da schon die Halsschlagader oder sehen Sie auch die Notwendigkeit, dass das besser dokumentiert werden muss? Ich glaube, auch da kommt es darauf an, Maß und Mitte zu finden. Also, dass es Non-Financial Reporting geben muss, da gibt es wieder keinen Streit darüber. Die Frage ist, welche Daten in welcher Granularität sind denn hilfreich? Denn manchmal, machen wir uns nichts vor, ist ja, ich brauche mehr Daten, auch eine gern genommene Ausrede. Ne? Also jeder, der in Führungsposition weiß, schon mal war, der weiß, das geht ganz gut. Wenn ich jetzt nicht entscheiden will, dann sage ich, ich brauche mehr Daten. Das stimmt aber oft gar nicht. Oft ist es genau genug. Nochmal, wir reden über Abschätzungen über 30 Jahre. Da spielt die Nachkommastelle keine Rolle. Und wenn wir uns darüber unterhalten können, was ist denn eine vernünftige Granularität von Daten? Und zwar eine solche, die auch für solche lange Investment Cases wirklich eine Rolle spielt, dann sinkt mein Blutdruck ganz gewaltig. Wie wahrscheinlich ist so ein EU-Datenregister, Frau von Schmetto? Halten Sie das für sinnvoll, zielführend und auch wahrscheinlich? Das ist nicht so einfach, um es mal
die Antwort vorwegzunehmen. Ich glaube, man muss festhalten, es gibt sicherlich einige wenige Datenpunkte, die wir wirklich für alle brauchen und die für alle verbindlich sein können. Aber das Thema, Sie fragten gerade, wie beurteilt man das? Wie ist so ein Risikomodell? Und da muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn zum Beispiel meine Bank sich da schon mit mehr als 10 Jahren wirklich ganz intensiv auseinandersetzt, pro Sektor zu sagen, was ist jetzt in dieser Industrie genau der treibende Punkt und was wären die richtigen Parameter, das ist schwierig. Diese Modelle sind also noch in einem frühen Stadium. Wenn wir jetzt, also das, was Herr Rußwurm sagt, 1000 Parameter quasi fest vorschreiben, die nächsten 30 Jahre eingehalten werden sollen, dann verpassen wir aus meiner Sicht einen Teil des Klimaziels, weil wir eben gerade wir sind auf dem Weg, ja, aber wir müssen uns auch wandeln können. Und wenn das nicht möglich ist, dann werden wir Fehleinreize setzen und ganze Sachen werden hinten runterfallen. Ich glaube, das ist ein wirkliches, wichtiges Petitum. Macht's nicht zu kompliziert. Haben Sie beide sich schon das Regierungsprogramm der Grünen als Bettlektüre gegönnt? Das ist so wichtig, das lese ich tagsüber. Und haben Sie einige Anmerkungen dazu, die Sie mit uns teilen wollen? Ich glaube, was durchaus für mich interessant war, dass ich in dem wirtschaftspolitischen Teil viele Dinge gefunden habe, denen ich zustimmen kann, was ja sich in der letzten halben Stunde auch wieder bewiesen hat. Ich glaube, wo ich persönlich eine echte Baustelle haben werde, ist die Frage, wie viel Eigenverantwortung traue ich dem Menschen zu und inwieweit helfe ich dem Individuum zu seinem Glück dadurch, dass ich ihm Vorgaben mache. Darüber kann man wahrscheinlich trefflich diskutieren. Wie viele Vorgaben braucht der eigenverantwortliche Mensch? Ich glaube, es geht nicht um Vorgaben für den einzelnen Menschen, sondern es geht um vernünftige Rahmenbedingungen. Wir haben es ja, um wieder zum Stahl zurückzukommen, ja gesehen, die Firmen wollen investieren, aber im Moment ist halt grüner Stahl noch deutlich teurer und da muss man ihnen über den Hügel drüber helfen, nämlich sonst finden diese Investitionen nicht statt. Und darum geht's, nämlich wir haben da, wenn man es so betrachtet, bei der Klimakrise die Tragik der Allmende. Denn es schickt uns halt die Atmosphäre keine spezifische Rechnung. Sie schickt uns eine ganz, ganz hohe kollektive Rechnung, dadurch, dass wir unsere Lebensgrundlagen zerstören. Aber die wird nicht spezifisch adressiert, diese Rechnung. Und deshalb müssen wir als Menschen das machen, damit der Markt dann überhaupt darauf reagieren kann. Und deshalb müssen wir mit Regelungen die Tragik der Allmende, was bedeutet, die Allmende war früher die Gemeindewiese, wo jeder seine Tiere drauf treiben konnte und am Ende war sie so abgegrast, dass sie nicht mehr funktioniert hat. Und deshalb müssen wir uns darum durch Regelungen kümmern, dass der Stahlhersteller, der seinen Stahl CO2-frei produziert, nicht von dem Stahlhersteller, der die Atmosphäre als kostenlose Deponie benutzt wird, aus dem Markt gedrängt wird, sondern am Ende der mit der modernen Technologie, die auch unsere Lebensgrundlagen rettet, die besseren Marktchancen hat und sich durchsetzt. Aber das hat uns ja die globale Krise, die Corona-Pandemie jetzt eigentlich ganz gut vor Augen geführt, dass die Staatengemeinschaft, also wir haben ja so schnell festgestellt, dass innerhalb von wenigen Tagen ganze Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren und haben dann aber als Staatengemeinschaft oder wir haben auch wirklich global relativ konzertiert agiert, muss man sagen. Wir haben, und was mir wichtig ist, wir haben festgestellt, dass wir einen Innovationszyklus, wir haben durch Forschung und Entwicklung zum einem die Lösung sozusagen selber über die Impfstoffe geschaffen. Und das möchte ich auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir wirklich in einem globalen Wettbewerb, in globalen Innovationen, die wir schnell umsetzen können, uns auch dem Thema Klimawandel und dem 1,5-Grad-Ziel deutlich besser nähern können, als wenn jeder vor sich hin wurschtelt. Ja, und wir müssen halt auch einfach viel schneller werden in Deutschland. Aber also wie lange das dauert. Ja, wie werden wir diese das? Unsere ganze Planungsrecht wird einfach dringendst entrümpelt. Sie müssen sich vorstellen, es dauert im Moment 6 bis 8 Jahre, bis ein Windrad in Deutschland aufgestellt wird. Das muss einfach schneller gehen. Da müssen wir ans Planungsrecht ran. Autobahnbau dauert auch relativ lange. Also nicht mehr. Ja, beim Autobahnbau regt mich das jetzt weniger auf, aber da ist die Hauptursache dafür, dass wir so viele Projekte in der Liste haben, dass wir es Eisenbahnbau dauert 30 Jahre. Der Brenner-Nordzulauf hat genauso lange gedauert und jetzt
Jetzt gibt es mal ein Szenario. Ne? Ja, immerhin. Also ja, da ist aber der Tunnel in Oberbayern ist der Tunnel länger als der Brenner Basistunnel. Ich weiß. Aber Sie müssen sich vorstellen, die ersten beiden Gleise von München nach Augsburg, die sind 1800 irgendwas gebaut worden, die haben knapp 3 Jahre gebraucht. Mhm. Das dritte und vierte Gleis, das ist erst vor kurzem fertig geworden, das hat über 10 Jahre gebraucht, obwohl es damals keine Bagger gab und sie jetzt gibt. Das heißt, wir müssen zu entsprechenden Finanzierungsfonds kommen, da es ein Projekt von Anfang an durchfinanziert ist. Wie gesagt, wir müssen das Planungsrecht entrümpeln, wir müssen da Dinge bündeln und so weiter. Das Entrümpeln des Planungsrechts, das wird immer wieder gesagt. Es gibt ja aber einen Grund, warum das Planungsrecht mit all den Mitspracheregelungen etc., Verbandsklagen und was es da nicht noch alles gibt, so ist, wie es ist. Wie wollen Sie es denn, sollten Sie an der Regierung irgendwann sagen, wie wollen Sie es denn entrümpeln? Man kann zum Beispiel Raumordnung und Planfeststellungsverfahren stärker zusammenziehen. Wir haben das große Problem, dass wir einen ganz starken Personalmangel haben bei Planern. Dann haben wir als nächstes das Problem, dass wir gerade bei staatlichen Projekten das Problem haben mit der scheibenweisen Haushaltsfinanzierung. Das heißt, ein Projekt kriegt in Zukunft, also wenn wir uns durchsetzen können, wenn es dann genehmigt ist, ein Fonds und kann dann entsprechend so schnell gebaut werden, wie der Baufortschritt ist und nicht scheibenweise Haushaltsfinanzierung. Wir müssen rangehen bei bestimmten Sachen, das, aber da werden wir jetzt sehr spezifisch vom Einzeltierschutz hin zum Populationsschutz, nämlich sonst können Sie sich in Tausenden von Gutachten verlieren. Also da gibt es einen ganzen Berg von Maßnahmen, die dann, wie gesagt, sehr detailliert werden, wie man das anpacken muss, dass das Ganze funktioniert. Ich könnte jetzt die Geschichte des Haselhuhns erzählen, aber das würde hier den Rahmen sprengen, die irgendwie weiterhin 23 Autobahnkilometer verhindert. Aber noch einmal eine Nachfrage, Herr Hofreiter. Das Thema Eigenverantwortung wurde angesprochen, Markt haben Sie selber angesprochen. In der Logik der Banken werden ja ohnehin schon bald gar keine Unternehmen mehr finanziert, die nicht grün sind. Insofern ist das, was sich jetzt ja Sustainable Finance nennt, irgendwann einfach Finance. Also es ist einfach, das wird einfach die Finanzierung sein, das wird eine totale Selbstverständlichkeit. Regelt der Markt das dann nicht von sich? Braucht es dann noch die Regulierung, die Sie auch sich herbeisehen? Das Problem ist halt, das haben wir ja vorher schon gesagt, dass zum Teil halt die Regulierung notwendig ist, um dafür zu sorgen, dass die von Natur aus kostenfreien Umweltgüter entsprechend einen Preis bekommen. Manchmal ist auch Ordnungsrecht das Geschicktere und das Effizientere, weil nämlich es kann sozusagen kein Marktsignal geben für etwas, was kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Und dafür brauchen Sie halt Regulierung. Dem entkommen Sie gar nicht. Und man darf ja eins nicht vergessen, es gibt ja immer eine Form von Regulierung. Und deshalb kommt es halt darauf an, eine bessere Regulierung zu finden, die im Endeffekt die Kosten spezifisch auf die Marktteilnehmer runterbricht und nicht gleichmäßig auf die gesamte Gesellschaft verteilt. Regulierung, Marktteilnehmer, Herr Russwurm. Die Taxonomieverordnung der EU ist ja auch eine Form der Regulierung und wird in wesentlichen Bereichen ab 2022 wirksam. Darin wird definiert, wann Wirtschaft als grün und nachhaltig anzusehen ist. Besteht hier gerade so aus deutscher Sicht, Industriestandort, die Gefahr, dass die großen, ich will sie jetzt mal Energieschleudern nennen, schon, sagen wir, unter Druck gesetzt werden, vielleicht sogar kaputt gemacht werden, bevor sie überhaupt die Chance haben, sich zu transformieren? Ich glaube, das ist weniger das Problem, aber wir müssen ein paar Fragen ehrlich beantworten. Also jetzt steigen wir aus den Kernkraftwerken aus und wir steigen aus der Kohle aus, so schnell wie möglich. Da müssen wir jetzt gar nicht über Jahre reden, sondern wir sind uns einig, so schnell wie möglich. Dann dürfen wir nicht gleichzeitig unser heutigen Backup-Gas bestrafen. Also für eine absehbare Zeit, weil wir aus den 70% importierten zum großen Teil fossilen Energien aussteigen müssen, werden wir Gaskraftwerke zumindest als Backups brauchen. Die jetzt zu verteufeln, wäre ziemlich riskant, weil dann würden wir nach Nuklear und nach Kohle auch noch Gas schnell abschalten wollten. Das wird nicht gehen. Und auf der pragmatischen Ebene haben wir noch einige Fragen zu diskutieren. Zu den Marktmodellen, da sind wir uns völlig einig. Die Frage ist halt, ob ich in dieser Gesamtüberlegung irgendwann mal noch unternehmerische Verantwortung einschließlich unternehmerischer Unsicherheit zulasse. Meine Sorge bei jeder detaillierten Regulierung ist, dass da jemand glaubt, wenn ich es nur detaillierter regele, dann reduziere ich das Risiko. Unternehmerisches Arbeiten ist immer entscheidend in Unsicherheit. Ich kriege die Unsicherheit nicht weg. Eine zu detaillierte
Dokumentation, um jetzt Richtung Taxonomie mal zu gehen, wenn ich das alles zu detailliert mache, dann ist es eine Scheinsicherheit. Ich glaube dann, ich kenne die Welt besser. Die Einflussfaktoren, die von außen kommen, kenne ich aber trotzdem nicht. Und deswegen heißt meine Devise, Maß und Mitte behalten, glauben wir nicht, dass wir durch zu viel detailliertes Reporting die Welt alleine besser machen können. Das vernünftige Handeln von denen, die entscheiden, ist mindestens genauso wichtig und dem muss man ein bisschen trauen. Und dann denen, die unvernünftig handeln, halt mal eine auf den Hinterkopf geben, nach dem Motto, Leute, so geht's nicht. Herr Hofreiter, wir sind bei Bankentag, unzweifelhaft. Und sagen wir mal, die Grüne Partei und der Finanzsektor, das war jetzt nicht immer eine innige Freundschaft. Das können Sie heute ändern. Was erwarten die Grünen von den Banken, insbesondere dem deutschen Bankensektor? Was sind Sie bereit, den Banken auch zuzugestehen? Und wie ungemütlich könnte es wiederum auch von grüner Seite für den Finanzsektor werden, wenn bestimmte Erwartungen da nicht erfüllt werden? Also das zum Beispiel mit der Regulierung, das teilen wir absolut. Wenn man sich anschaut, was seit der Banken- und Finanzkrise an zum Teil Tausenden von Seiten an Regulierung gemacht worden ist, wir sind dafür, kürzere Regulierungen zu machen, aber dafür effizientere. Nämlich häufig sozusagen sind diese ganz extrem komplexen Regulierungen ein Effekt davon, dass man sich nicht traut, simple und effiziente zu machen. Und deswegen sind wir sofort dabei, den ganzen Regulierungsbereich zu entrümpeln und dafür auf weniger und effizientere Regeln zu setzen. Und das Gleiche gilt auch für andere Bereiche der Wirtschaft. Die müssen nicht die Nachkommastelle reporten. Es kommt darauf an, dass wir die großen Brocken anpacken. Und manchmal sozusagen passiert es halt im Gesetzgebungsprozess, dass die großen Brocken durch geschicktes Arbeiten rausgeschossen werden und damit dann irgendwas passiert wird, sich ausgetobt an der Nachkommastelle. Das ist zum Teil, die großen Konzerne können damit noch einigermaßen umgehen. Die kleineren sind dann aber die gekniffeneren, die keine so großen Rechtsabteilungen haben. Und dieses Prinzip wollen wir umkehren. Und wenn wir da sozusagen sie an ihrer Seite haben, dann fände ich das sehr, sehr positiv. Frau von Schmetto, apropos an der jeweiligen Seite. Was würden Sie Herrn Hofreiter gerne als Botschaft oder als Wunsch mitgeben für den Fall, der, je länger die Union mit der Kanzlerkandidatenkür auf sich warten lässt, ja nicht unwahrscheinlicher wird. Herr Merz sagt ja gerade, noch 3% entfernt von einer grünen Bundeskanzlerin. Also für den Fall einer grünen Regierungsbeteiligung, was wäre Ihr Wunsch an die Grünen? Also Herr Hofreiter hat ja gerade schon einen guten Ansatz gemacht auf eine schlankere Regulierung. Was, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir keine deutschen Sonderlocken haben, sondern wir müssen mindestens, wie gesagt, eine europäische Regulierung hinkriegen, sonst haben wir nichts gewonnen. Und deswegen wäre für mich auch sehr wichtig, dass wir ordnungspolitisch, also eine wirkliche ordnungspolitische klare Parameter bekommen für diesen Weg auf eine nachhaltige Finanzierung, zum Beispiel eben über den CO2-Preis. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, und es klang vorhin eben an, dass es gewisse Industrien oder Geschäftsmodelle gibt, die, auch wenn alle gewillt wären zu finanzieren, sich immer noch nicht rechnen. Ich sage das jetzt mal so einfach. Ja. Und auch da, glaube ich, sollten wir gemeinsam mit der Politik, also das, was wir jetzt auch in der Corona-Krise sehr schön gezeigt haben, Zusammenarbeit mit der KfW, sei es Wirtschaftsstabilisierungsfonds oder Innovationsfonds dann eben zukünftig, das wären Dinge, wo wir diese Industrien begleiten können und das finanzierbar machen. Mhm. Es klingt immer mal wieder an, wir sind großer Meister im Verbieten in Deutschland. Das zeigt sich durchaus auch bei der Pandemie. Den Grünen wird es gelegentlich unterstellt. Wir bieten nicht so wahnsinnig viel an. Deshalb die Frage an Sie, was gibt es an staatlichen Fördermitteln, an Anreizen, die die Bundesrepublik setzen kann, um auch die Nachhaltigkeit in Deutschland wirtschaftlich wettbewerbsfähiger zu machen? Ich fange mal mit einem Zitat aus dem Fußball an. Dort heißt es, Geld allein schießt keine Tore. Also man ist ja geneigt, in so einer Situation dann über zusätzliche Fördertöpfe zu reden. Da passiert heute schon ganz viel. Ich glaube, mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger, ist das Bewusstsein, dass Deutschland Mitteleuropa Industrieregion ist und Exportregion. Also wir müssen uns schon darüber im Klaren sein, dass der Exporterfolg unserer Wirtschaft, auch unserer Industrie, ganz entscheidend ist für das Wellbeing in unserer Gesellschaft. Und darüber müssen wir reden, wie können wir als Exportregion erfolgreicher sein? Wo sind unsere Chancen?
Klar müssen wir die Risiken mitigieren. Also Hasardeur bin ich auch nicht. Aber die Diskussion anzufangen, wo haben wir denn Chancen? Und dann zu überlegen, okay, sind mit diesen Chancen auch Risiken verbunden und wie können wir die abmauern? Das muss der richtige Ansatz sein. Und da haben wir, wie gesagt, in einer gesellschaftlichen Diskussion noch viel Chance, besser zu werden. Jenseits der Frage, wie wir Finanzströme richtig lenken, ja, ist auch wichtig. Also ohne Geld wird das mit den Toren zumindest in den Top-Ligen auch schwierig. Aber es ist nicht nur eine Finanzierungsfrage und insbesondere nicht nur eine staatliche Finanzierungsfrage, weil das Geld müssen wir ja auch irgendwie verdienen. Also nur zu sagen, wir lösen das Problem dadurch, dass es Subsidies gibt, Subventionen gibt, das ist ja in der Systemgrenze außen auch keine Lösung. Also Kreativität, Innovation fördern, echte Innovation. Und der Schiedsrichter ist der Kunde. Wir müssen jemanden finden, der es auch kauft. Ich glaube, um direkt darauf nochmal einzugehen, ja. Sie haben ja vorher gesagt, wir sollen auch direkt darauf eingehen. Das teile ich absolut. Wir brauchen einfach eine größere... Das war eher so gedacht, als wir widersprechen sich und bringen ein bisschen mehr Stimmung in die Bude, aber sind wir doch gerne in trauter Eintracht. Wir brauchen einfach mehr Begeisterung für Technologie. Wenn ich mir anschaue, wie schwer wir uns getan haben im Bundestag bei den anderen Fraktionen, wie sowas moderne Elektroautos oder sowas wie Photovoltaik, Windkraft, also die allermodernste Technologie, da gab es immer ein ganz starkes Klammern an den Technologien des letzten Jahrhunderts oder auch bei der Stahlindustrie. Und ich bin ursprünglich Naturwissenschaftler. Man braucht da einfach deutlich mehr Technologiebegeisterung für all das sozusagen, was es gibt. Wir wissen so viel wie noch nie. Deutschland aber relativ häufig an Datenschutzanforderungen scheitert. Ja, aber es sind nicht die Datenschutzanforderungen, die zum Beispiel die Elektromobilität ausbremsen. Also wie gesagt, wir wissen so viel wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Deshalb, man muss da einfach machen, man muss daran. Und wenn wir dann so Regelungen haben wie in Bayern mit der 10H-Regelung, dass du sozusagen eigentlich keine Windkraftanlagen mehr aufstellen darfst und die produzieren uns den Strom inzwischen wirklich kostengünstig. Die produzieren zu Grenzkosten, also Grenzkosten, nicht Gesamtkosten, aber Grenzkosten null. Solche hemmenden Regelungen müssen einfach weg. Einfach, wie gesagt, da mehr Begeisterung für das, was geht. Das brauchen wir dringend. Die Begeisterung, ja, also vermitteln Sie gerade. Mit den Daten wäre schon auch was. Ne? Also ich arbeite jetzt seit mehr als 20 Jahren an einer elektronischen Gesundheitsakte. Und wenn ich demnächst hoffentlich mal eine Impfung kriege, dann wird die dokumentiert auf einem gelben Blatt Papier, das zugegebenermaßen schon 4 Eselsohren hat. Da, ja, kann ich es überhaupt noch finden? Ja, ich habe es gefunden, aber deswegen kenne ich auch die Eselsohren. Aber das kann es ja nicht sein. Absolut, und das Datenthema könnten wir... Wir sind unterdigitalisiert, total. Und das Datenthema könnten wir jetzt auch noch den ganzen Nachmittag weiter besprechen, weil allein dafür wäre genug Stoff. Aber wir wollen nicht gleich beim allerersten Panel überziehen. Frau von Schmettow, jetzt haben wir hier Sie mal auf dem Panel und wir werden später noch im Laufe des Nachmittags über die Zukunft des Finanzplatzes Europa sprechen. Ihre Bank verlegt den Fokus wieder stärker zurück nach Asien, hört man, und etliche Führungskräfte ziehen von London nach Hongkong. Wie wichtig wird Europa, auch Düsseldorf, wo Sie bislang sitzen, noch für die HSBC sein? Gut, wir müssen einfach sehen, zum einen, wo das weltweite Wachstum ist, das ist sicherlich in Asien, und 2025 ist das globale Bruttosozialprodukt eben zu 50% in Asien, wird dort erwirtschaftet. Ja? Und dann ist es vielleicht richtig, zumindest einen Teil seines Kapitals dort zu allokieren. Das Europa ist auch für uns, auch für eine HSBC, wirklich der wichtige Knoten in der Mitte zwischen den großen Blöcken, wenn Sie sagen Asien und den Amerika, also den Americas. Also ich rede explizit nicht nur von USA, sondern auch für Südamerika. Und wir sind hier nun mal der globale Finanzierungshub. Die weltweiten Exportströme gehen halt über Europa. Und deswegen ist Europa so ungemein wichtig für jeden, der global agiert. Sie sind seit 2015 im Amt, haben aber angekündigt, in wenigen Wochen von Ihrem Posten zurückzutreten und eine Auszeit zu nehmen. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig, in dieser Zeit Pläne zu machen, aber haben Sie schon Pläne? Also ich habe jetzt gesagt, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren im Vorstand und davon die letzten 6 Jahre als Sprecher. Und insofern gönne ich mir die Auszeit, weil das Leben ist bunt und es gibt noch eine ganze Menge. Aber das werden Sie noch mitbekommen. Abschlussfrage an Sie alle. Was ist Ihr, mit Bitte um eine kurze Antwort, was ist Ihr wichtigstes Learning aus dieser sehr anstrengenden Zeit der Pandemie? Auch ganz persönlich. Dass wir einen gut funktionierenden Staat brauchen, dass wir von den Regeln überbürokratisiert sind und unterdigitalisiert. Ausnahmesituationen brauchen Ausnahmemaßnahmen und auch den Raum dafür.
Wir haben gemerkt, wie leistungsfähig wir sein können, wie flexibel wir sein können, dass Dinge gehen, die vorher nicht gehen konnten. Und das stimmt mich eigentlich zuversichtlich für die Zukunft. Frau von Schmettow, Herr Roswurm, Herr Hofreiter, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Nachhaltigkeitsdebatte. Und auch beim Bankentag bleibt es nachhaltig spannend. Allerdings haben wir eine kurze hygienekonzeptbedingte Pause. Danach machen wir weiter mit Europa.